Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei diesem kleinen Mini-Hörspiel. Und heute wollte ich euch das doch mal so machen, dass ihr einfach nur zuhört, wie ich euch meine Fahrpläne erkläre. Oh, und dann fangen wir an mit dem RE11 von Günfelder Straße, Hundeplatz, Max-König-Platz, Parkhauptbahnhof, Parkallee, Bieneck, Gelsenkirchen, Friedhof, Bergspitze, Erzbahn und Essen, Zeche, Zoll. Die halt montags bis freitags fährt der von 5 bis 22 Uhr, samstags von 11 bis 1 Uhr und sonntags und Feiertagen von 12 bis 20 Uhr. Dann der sogenannte RE16 hat die Haltestellen Park Hauptbahnhof, Park Nord oder er fährt dann bis Bieneck oder er fährt von Günnifelder Straße, Kruppstraße, dann von bis Bieneck und dann Gelsenkirchenhorst Friedhof. Dann Bergspitze, Heidekamp und dann Parkplatz. Fährt am Montag bis Freitag von 11 bis 17 Uhr, samstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags und den Feiertagen fährt er gar nicht. Alles klar. Dann der RB40 hat die Haltestellen Park Hauptbahnhof, Park Ost, Park Nord, Bieneck, Kruppstraße und dann Günnigfelder Straße. Hier ist sozusagen wie R16 nur ein bisschen anders. Dann fährt. Also der fährt montags bis freitags von 10 bis 23 Uhr, samstags von 10 bis 20 Uhr und sonst an den Freitagen von 12 bis 19 Uhr. Ich habe was in meinen Socken kleben. Toll. Was ist das? Alles klar. Fussel. Dann ja RE42. Der hat die Haltestelle Günnigfelder Straße, Kruppstraße, Chillberg, Bieneck, Park Nord, Park Hauptbahnhof, also selbst empfunden, Max-König-Platz, Netto und Lidl. Also sind halt so Haltestellen bei mir im Wattenscheid. Die habe ich selbst erfunden. Mit mehreren Abständen von 500 Meter auch. Also montags bis freitags fährt der. Alles klar. Fährt der von 11 bis 22 Uhr, von Samstags von 12 bis 22 Uhr und sonntags an den Feiertagen von 12 bis 19 Uhr. Das ist eine schöne Linie. Die fahren natürlich immer regelmäßig in einer Stunde oder so, ne? Und ich bevorzuge die, okay. Dann haben wir den RB1, der fährt von Günnigfelder Straße, Apotheke, Allianz und dann Aldi. Der fährt von, also montags bis freitags von 12 bis 0 Uhr, samstags von 12 bis 19 Uhr und sonntags fährt er gar nicht. Easy. Der RB43 hat die Haltestellen Osterfeldstraße, Schillberg, Gelsenkirchen Friedhof, Bugestra Busdepot, also Betriebshof, und dann Erzbahn und dann Essen, Zeche, Zoll. Der fährt auch nur montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr. Soll halt so eine andere Linie sein vom RE11. So eine Beilaglinie, sag ich mal. Ja. Mach ich hier. Okay. Dann haben wir den RB32. Der hat die Haltestellen Max-König-Platz, Parkhauptbahnhof, Parkallee, Birkenfeldstraße, Kreisel Mitte, Schule West, Buchenstraße, Hüllerstraße und das war's. Montags bis freitags von 12 bis 22 Uhr. Dann samstags von 15 bis von 14 bis 15 Uhr, also nur. Okay. Und sonntags an den Feiertagen von 0 bis 23 Uhr. Okay, dann der RB35 hat die Haltestellen, also wieder 32 nur ab Hüllerstraße fährt er noch weiter an Markusstraße, Freiheitsstraße, August-Bebel-Platz, Stadthalle und Märkisches Gymnasium. Gut, dann der fährt nämlich montags bis freitags von, also der fährt halt nur in den Gymnasiumzeiten von 12 bis 17 Uhr. Samstags von 14 auch von 14 bis 15 Uhr und sonntags nur einmal um 7:30 Uhr.
Alles klar. Dann der RB 46. Der fährt. Oh, scheiße. Drauf. Der fährt die Haltestelle Gönnigfelder Straße, Apotheke, Allianz, Aldi, Ulrichstraße, Sparkasse, Netto, Lidl West und Lidl. Also er fährt Lidl und dann Lidl West. Also wenn er. Na, nur auf dem Rückweg hält er da. Fährt auch nur montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr. Ja. Machen wir jetzt noch. Okay, dann lassen wir das erstmal. Und dann machen wir im nächsten Teil die S-Bahn. Ich würde sagen, Leute, ciao, ciao.